Leute! Was geht ab? Moment mal. Was soll das jetzt? Serrano, du... Ach, du Kacke. Okay. Er hätte gedacht, dass ein Weltraumpirat so viele Leben hat. Noch einen Crash überlebt, noch einen Sturz, noch einen Fehlschlag. Ray, tut mir leid wegen Ishii. Wirklich. Er war mein letzter Freund. Ich habe ihn getötet. Wie alle anderen. Oh, verdammte Scheiße! Ja, das kann man wohl sagen. Mitten rein in die nächste Katastrophe. Verdammte Scheiße! Na, verpiss dich! Und du dich auch! Na, komm her! Ich kann's nicht fassen, dass Serrano überlebt hat. Und tschüss! Stellt euch das mal vor, Leute, wir haben versagt. Ich mag gar nicht daran glauben. Okay, gut. Und ich glaube, von den letzten paar Punkten kann ich jetzt wirklich noch alles ausgeben. Und damit meine ich auch alles. Bone Duster, Ladung kaufen, Penetrator Magazin. Boah, ey, Leute. Ich kann das gar nicht mit ansehen. Ich meine, haben wir jetzt wirklich Ishii verloren? Scheiße. Ja, fantastisch. Uns bleibt keine Zeit mehr. Ulysses. Wir müssen zu Ulysses und irgendwie die DNA-Bombe deaktivieren. Aber wie? Ja, klar. Vielleicht finden wir ja irgendeinen vergessenen Starkreeper, den keiner mehr braucht. Voll aufgetankt und startklar. Vielleicht steht ja auch noch dein Name drauf. Hey, Moment mal. Was? Die Ulysses. In den Abwurfröhren waren noch Fluchtkapseln. Wir haben nicht genug Schub. Wenn wir im richtigen Moment starten, könnte uns die Detonation zumindest aus der Atmosphäre schleudern. Wir zünden die Schwerkraftumkehr und lassen uns von der Druckwelle der Ulysses von diesem Planeten katapultieren. Scheiß drauf, wir versuchen's. Oh, verdammt! Die Heavy-Echo-Typen hatten dieselbe Idee. Na los, sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen. Ja, klasse. Aber wie machen wir das? Wir müssen auf jeden Fall hier so irgendwo lang. So, jetzt. Na, kommt. Und bam. Fuck, fuck, fuck. Und verpiss dich, du Freak. Okay, jetzt reicht's. Ich komme. Übrigens, das Ganze ist nur ein Behelfsplan und wird vermutlich nie im Leben funktionieren, nur damit du es weißt. Besser als nicht. Und außerdem haben wir auch nichts zu verlieren. Wow, 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 wow. Ah, komm, verpiss dich. Tschüss. Nein, man, jetzt. Ihr Freaks! Ihr verdammten Penner! Verzieht euch. So, Leute, ich möchte jetzt eigentlich nur noch weiterkommen. Wir müssen unbedingt zur Ulysses. Und... Das bevor die da sind. Oh oh. Oh Mann. Serrano hat den Countdown zur Sprengung der Ulysses schon eingeleitet. Wir sind am Arsch. Noch ist Zeit. Beweg deinen Arsch. 40 Sekunden bis zur Detonation. Ja, 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 los. Raus hier. Fuck. Oh oh. Wir müssen dahin, Trishka! 20 Sekunden bis zur Detonation.
Da schnell. Steht noch mein Name drauf. Und? Oh, verdammt! Los jetzt! Und tschüss! Das Bam. Ist nicht deine Party, Hackfresse! Okay. Los geht's! Oh yeah! Und wir verziehen uns von diesem scheiß Planeten. Und die ganzen Burnouts werden gekillt. Oder auch nicht. Wow. Scheiße. Die DNA-Bombe geht hoch. Oder? Oh oh, gleich. Und zwar genau jetzt. Das war's. Showtime. Beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du? Du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Gray. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Gray. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Rell, Oliver, Ishii. Sie sind mir gefolgt. Ich hab sie auf dem Gewissen. Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? So, Leute, und dann würde ich sagen, aus, Ende, vorbei, das war's mit dem Let's Play Bulletstorm. Ja, ich werde die Credits jetzt nochmal durchlaufen lassen und mein Fazit dazu geben. Also, das Ganze sieht mir ja noch nach einem zweiten Teil aus. Das Skillshot-Action-Shooter-Game von Epic Games und ich glaube EA war das, Fly Games oder so, nein, nicht EA, sondern Epic Games, Fly Games, whatever. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, es zu spielen. Die internationale Version, also die Uncut-Version, würde noch um einiges spektakulärer aussehen als jetzt bei mir zum Beispiel. Da sah es ja nicht ganz so toll aus an den meisten Stellen. Also, das Spiel ist für den Preis 50 Euro ab 18 Jahren freigegeben. Auf jeden Fall das Geld wert. Ja, also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war auch, es hat mir auch riesig Spaß gemacht, euch das Spiel zu präsentieren. Ich glaube, wenn man einige Shooter-Erfahrungen hat, dann kann man das ganz, also ganz leicht auf normal durchspielen. Ich habe jetzt, glaube ich, auf normal oder so gespielt, bin halt ein paar Mal gestorben, weil das Gameplay an einigen Stellen halt auch so ein bisschen ruckelt und hakt. Ja, dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, dass, ja, ich habe mich auch ein paar Mal im Spiel verbuggt. Und, ja, ich würde sagen, das alles kann ich euch so zu Bulletstorm sagen. Die Grafik ist vollends okay. Ich habe nicht auf höchsten Einstellungen gespielt und ihr habt ja gesehen, es hat sogar an manchen Stellen bei mir gelaggt. Aber ich würde sagen, ohne Aufnahme, also ohne, wenn ich ohne Aufnahme spiele, dann laggt es gar nicht. Man braucht keinen allzu guten PC, um das Spiel überhaupt zu spielen. Und ja, es ist relativ gut gemacht, gut gestaltet. Die Charaktere haben alle eine gute Synchro bekommen. Der Sinn des Spiels wurde gut vermittelt, gut rübergebracht. Also ja, das Spiel gefällt mir. Wenn ich das jetzt in Schulnoten bewerten müsste, würde es für mich eine 2+ bekommen. Und dann hat das Spiel ja auch noch einen Multiplayer.
Es grenzt schon fast an ein perfektes Spiel. Es ist sehr schön gemacht, sehr gut kreiert. Ich kann dazu wirklich nur sagen, Leute, wenn ihr ein gutes Spiel haben wollt, ihr habt mal eben 50 Euro über. Ihr wollt ein schönes Wochenende voller Action und voller Ass-Kick-Flair, dann kauft euch Bulletstorm oder kauft euch Duke Nukem Forever. Ja, man, gleich ein bisschen Schleichwerbung für das Spiel machen. Naja, ich würde sagen, Bulletstorm, geiles Spiel, geiles Let's Play, ist hiermit abgeschlossen. Ich danke hiermit für jeden einzelnen Zuschauer. Ich freue mich, dass ich euch das Spiel präsentieren durfte. Und ich würde sagen, ich bin damit raus. Ich lasse den Abspann noch ablaufen. Und ja, das war's mit Bulletstorm. Wir sehen uns dann demnächst in einem anderen Let's Play. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschö, tschö.
Wird auch Zeit, verdammt! Sieht er wenigstens besser aus als ich? Die Scheiße, die ihr mit mir gemacht habt, ist erbärmlich! Sir, General, wir haben unser Bestes gegeben. Ihre Beine waren matsch, ihre Organe waren, also, sie waren zerquetscht. Nichts, womit wir arbeiten konnten. Schnauze, Schwachkopf! Ich bin nicht hier, um mir noch mehr Entschuldigungen anzuhören! Verdammt nochmal, weckt ihn auf! Hey, du, wie fühlst du dich, Sushi-Wichser? Hast du Gott gesehen, als du weg warst? Gott ist tot. Und das war's mit Bulletstorm. Tschüss.